Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch über meinen Immobilienkauf in Dubai erzählen. Es ist ja so, dass ich vor 2,5 Jahren meine erste Wohnung in Dubai in der Dubai Marina gekauft habe und nach wie vor die Wohnung in meinem Portfolio habe, sehr happy damit bin. Und klar, wenn man in Dubai die erste Wohnung gekauft hat und mit der Zeit mal merkt, was da möglich ist an Renditepotenzial, dann ist es natürlich so, man schlägt da natürlich Blut. Und auch mir ist es natürlich so gegangen. Ich bin ja grundsätzlich klassisch Immobilienmakler, bin aber die letzten Jahre seit 2019 auch mehr und mehr in das Thema Immobilieninvestment eingestiegen. Also habe schon in Wien auch einige Objekte bereits gekauft, 2019 schon, noch vor Corona, und dann auch begonnen, in Dubai zu investieren. Und da kam es dann zu einem interessanten Deal. Es war so, wir haben damals, als wir unser Unternehmen in Dubai gestartet haben, also als wir nach Dubai expandiert sind, hatten wir das Projekt 15 Northside am Business Bay in Dubai zum Verkauf. Und wir haben dort sehr viele Units verkauft an unsere Kunden aus Österreich, Deutschland, Schweiz. Und ich habe dann gesehen, Mensch, also nicht nur, klar, es ist ein tolles Projekt, also ein wirklich atemberaubendes Projekt mit sämtlichen Superlativen, also mit sämtlichen Amenities, Downtown Skyline View etc., Infinity Pool und so weiter. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, dort selber was zu kaufen, macht ja auch definitiv Sinn. Also nicht nur aus Sicht des Immobilienmaklers dort zu verkaufen, klarerweise macht das ja auch Sinn, aber vor allem auch dort selber zu investieren am Business Bay, weil Business Bay ist eine wirkliche Top-Lage, eine A-Lage in Dubai. Für diejenigen, die sich in Wien auskennen, denen sage ich immer, der Business Bay ist wie der 7. Bezirk kurz vorm 1., wo man dann auf den 1. rüberschaut, also so Volkstheater-Gegend, eine wirkliche Top-Prime-Location. Und dementsprechend hatte ich dann die Gelegenheit, dass ich dort auch noch zuschlag und habe mir dann das letzte Studio-Apartment damals gekauft in dem Projekt, also wirklich das letzte Studio-Apartment, was es gegeben hat, zu einem auch relativ sportlichen Preis. Also meine Kunden damals haben doch deutlich weniger gezahlt wie ich. Das war mir als Investor, aus Investorensicht in dem Moment aber dann egal, weil ich schon das Gefühl hatte, dass nach Fertigstellung dieser Wohnung dort einfach prächtige Renditen erzielbar sein werden. Und das ist natürlich auch so eingetreten, wie erwartet. Wir haben jetzt vor kurzem einige Objekte dort übernommen, also nicht nur meine eigene Wohnung, sondern auch für viele Kunden aus dem deutschsprachigen Raum, die bereits ihre Wohnungen in der Kurzzeitvermietung vermieten und dort wirklich super Mieteinnahmen bereits erzielen. Wir haben auch schon die ein oder andere Wohnung langfristig vermietet, das heißt, da ist bereits die volle Jahresmiete geflossen und der Vermieter hat halt sofort einen Cashflow, einen planbaren, und kann damit dann eben machen, was er will, weiter investieren etc. Ja, nun zu meiner Wohnung. Also das war die Wohnung 1409, also man muss sich vorstellen, das Projekt hat 5 Level, bevor der erste Stock beginnt. Also da gibt es Mezzanin, da gibt es Podium-Level, also Parking-Ebenen. Und ich bin dann im 14. Stock, was aber in Wahrheit schon der 19. Stock ist. Also man sieht es auch, wenn man in der Wohnung ist, wenn man am Balkon steht, man hat eine wirkliche tolle Aussicht, man hat einen tollen Weitblick in Richtung Creek Harbor, in Richtung SLS Tower, Paramount Towers, Maidan. Dort entsteht dann in der Zukunft die größte Mall der Welt, also noch größer als die Dubai Mall. Dort entsteht der Burj Bin Ghati, Jacob & Co. Residences, wo man von der Wohnung direkt drauf schaut. Das wird halt auch der ultimative Touristen-Hotspot, weil warum? Höchstes Wohngebäude der Welt. Auch in diesem Projekt verkaufen wir übrigens Objekte ultra exklusiv, ultra luxuriös mit dem Luxus-Uhrenhersteller Jacob & Co. Und dementsprechend wird die Lage dort in den nächsten Jahren nochmal erheblich aufgewertet. Es entsteht zum Beispiel auch das Projekt Ritz-Carlton Residences, 3 oder 4 Grundstücke weiter am Kanal, also es ist eine wirkliche Prime-Location, wie schon gesagt, mit extrem tollen Amenities, Sky Garden mit Dubai Downtown Blick, mit Burj Khalifa Blick, mit Blick auf den Hafen,
Dann haben wir einen Infinity Pool, ebenfalls mit Downtown-Blick. Wir haben ein zweistöckiges Fitnesscenter. Wir haben eine Damen- und Männersauna, Damen- und Herren-Dampfbad, etliche Sitzgelegenheiten, Security-Service, Parkplatz ist bei jeder Wohnung mindestens einer dabei. Also ein wirklich tolles, prestigeträchtiges Projekt. Und ich bin im Nachgang wirklich froh, die Entscheidung getroffen zu haben, dort zu investieren. Mittlerweile ist es natürlich nicht bei dieser einen Wohnung im Business Bay geblieben, sondern wir haben natürlich auch bereits schon jetzt dazugekauft. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Wohnung, eine One-Bedroom im Projekt Peninsula 1, die nächstes Jahr voraussichtlich fertiggestellt wird. Und ja, das war, wenn man so will, einmal so der Door-Opener, also so die ersten Apartments in Dubai zu kaufen. Und jetzt wird einfach auch kontinuierlich weiter investiert, weil ja natürlich alles für eine Investition in Dubai spricht, die Renditen, die Wertsteigerung, ja, man ist einfach abgesichert auch als Investor. Und wenn du da draußen jetzt sagst, Mensch, das kommt auch für mich in Frage, dann habe ich zwei Ideen für dich. Zum einen bestell dir jetzt mein Buch investiereninDubai.de, also investieren in Dubai heißt das Buch, auf investiereninDubai.de. Unter diesem Video findest du den Link. Oder wenn du sagst, Mensch, ich will aber nicht warten, ich will sofort kaufen, dann trag dich jetzt ein zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Den Link findest du ebenfalls unter diesem Video. Vielleicht sehen wir uns schon bald hier persönlich in Dubai. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Euer Sandro.